Hallo und herzlich willkommen am 10.12.2020. Heute bin ich um 7 aufgestanden, weil ich solche Halsschmerzen hatte und Ohrenschmerzen. Ich habe anscheinend eine Seitenstrahlangina und eine Mikroentzündung, aber nur auf dieser Seite. Das Ohr und die Halsseite. Ich bin um 7 aufgestanden. Um 9 kam dann Sonja. Die hat, wir haben heute getratscht und war nicht draußen, weil ich sowieso etwas Temperatur hatte und Schmerzen und so. Und weil ich dann nicht mehr reden wollte, habe ich sie um 4 nach Hause geschickt. Jetzt bin ich halt am Überlegen, ob ich Daniel morgen früh absagen soll, weil mir das Sprechen irrsinnig weh tut. Ich nehme das Video auch nur schnell auf, um euch zu informieren, und ich glaube, dann kommen die nächsten 2, 3 Tage keine Videos mehr. Es tut irrsinnig weh im Ohr und im Hals, und ich brauche auch nicht zur Hausärztin, weil die brauchen dann einen Corona-Test. Und wenn ich Fieber habe, kann ich dort nicht einfach hingehen, auch wenn ich weiß, dass es kein Corona ist, weil ich in letzter Zeit keinen Kontakt hatte zu jemandem, der Corona gehabt hätte oder so. Mein Vater hat auch Seitenstrahlangina gehabt und hat mich anscheinend damit angesteckt. Und der Freund von Sonja hatte auch Seitenstrahlangina und hat beide Seiten haben mich anscheinend angesteckt und haben Sonja übersprungen. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich Daniel absagen soll, weil mir das Reden so weh tut. Oder ob ich ihn kommen lassen soll. Aber dann schweige ich ihn 5 Stunden an, weil es wirklich weh tut. Und das ist auch blöd. Heute habe ich mit Sonja Kaffee getrunken und getratscht, solange es ging. Aber dann tat es so weh, dass ich kein Wort mehr rausbrachte. Und deswegen habe ich sie dann nach Hause geschickt. Ich muss schauen, wie es mir morgen geht. Vielleicht kann ich zur Hausärztin, wenn ich kein Fieber mehr habe und so. Ich möchte Daniel auch nicht anstecken. Sonja ist da resistenter dagegen. Aber ich kenne Daniel noch nicht und möchte ihn auch nicht anstecken, und deswegen überlege ich da hin und her. Ja, das war mein Video von heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.